Hallo und herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Folge vom Eurotruck Simulator 2 hier mit dem Spezialtransport DLC. Wir transportieren nicht den Flieger, der da oben rum eiert, sondern wir transportieren... Wieso ist denn dein Flieger auf der Auto? Eine Landebahn über die Auto... Was? Wirklich? Oder war das gerade ein Schwertransport mit dem Flieger drauf? Okay, also jedenfalls, wir transportieren ein Bötchen. Und ein Bötchen transportieren wir hier mit einer Länge von 16 Metern und 25 Tonnen. Und da bin ich ja mal gespannt. Oh, oh. Ich hab's kommen sehen. Warum sperren die jetzt auch hinter mir nicht ab? Das sind dämlichen Tunneln hier. Es gibt doch wieder Abzüge jetzt. Mann! Warum erholt ihr mich? Das ist ein Tunnel! Jedenfalls schön, dass ihr wieder dabei seid. Links in der Videobeschreibung. Und ja, wir sind eine halbe Stunde vom Ziel entfernt. Mal schauen, ob wir das hinkriegen. Leider haben wir jetzt schon Schaden dran. Ist ein bisschen ärgerlich. Na, schauen wir mal. So, nächste Spurwendemanöver, Wechselmanöver. Ist schon spannend, ne? Da mit zwei Begleitfahrzeugen und dann hast du nicht gesehen. Ja. So, jetzt müssen wir mal ein bisschen vorsichtiger fahren hier. Nicht, dass wir wieder alles mitnehmen. Nur 3% geht, glaube ich, noch, aber unbeschadet gibt natürlich einen Bonus. Ich kann mir aber auch nicht vorstellen, auf der anderen Seite. Gut, wir sind sehr schnell in den Tunnel rein, dass das nur 3% Schaden gegeben hat. Und ich kann mir auch nicht vorstellen. Ja, wie ist denn das dann bei so einem echten Mega-Schwertransport dann? Die müssen doch auch mit einkalkulieren, dass er irgendwann mal eine Delle kriegt, oder nee? Würde ich erstmal zumindest annehmen. Keine Ahnung. Und was wir noch nicht geguckt haben, was jetzt vielleicht mal interessant wäre zu sehen, was ich aber jetzt aus dem Lameng, aus dem Gefühl raus gar nicht weiß, ob wir hier tendenziell so ein bisschen auch mehr Punkte bekommen, also mehr EP und so. Guck mal, hier ist kein Tunnel, hier kommt dann kein Verkehr, der uns auf den Senkel geht, hier können wir ausweichen. Aber wenn ein Tunnel kommt, müssen die Idioten überholen. Ich wollte jetzt eigentlich nicht das Auto kaputt fahren. Und so habe ich so einem Kunden die Ladung kaputt gefahren, auch nicht schön. Tja, wie man es macht, das ist ja immer so, man macht es verkehrt. So, da vorne müssen wir gleich ab. Das heißt, hier wird sicherlich, da ist auch schon Polizeikontrolle bzw. Polizeisperrung, damit wir hier rumkommen. So, das nutzen wir auch direkt mal aus. Ich glaube, das war jetzt etwas übertrieben, oder? So. Hervorragend. Läuft doch. Sag mal, was macht der da vorne? Hat der etwas getrunken? Der schwankt mir so verdächtig. Guck mal, wie die Spur fährt. There's something going on. So, Konzentration. Jetzt hier mit 30 in das richtige Türchen reinfahren.
Alter! Doch nicht hier rein. Doch hier rein. Okay, und wir müssen wohin? So zum Hafengelände. Das ist natürlich cool. Das passt natürlich auch genau. Okay, kriegen wir hin. Ja, und ihr alle so damit gerechnet, dass ich bei irgendwelchen Wendemanövern den Karren hier zu Schrott fahre. Und was mache ich? Ich fahre in einem Tunnel zu Schrott. Ja, hervorragend. So. War natürlich so nicht geplant, ne? Automatisches Einparken. Pff. Was ist mit dem denn los? Punktlandung einparken hier. So, abhängen. Oh, ihr vergessen die Musik wieder leise zu machen, dieses Menü immer so laut. So, so Abzug hier. 86 EP abgezogen, aber ich glaube, dass wir ganz schön Erfahrung bekommen für diese ganzen Sachen, die wir hier veranstalten. Gut, nächster Auftrag. Oh, hier so ein Karton fahren. Wo sind wir denn hier? Wir sind in Amsterdam. Und den nächsten Schwertransport gibt es in Dortmund oder Köln. Jo, das heißt, wir brauchen jetzt erstmal irgendeine Fracht, die nach Dortmund, Köln oder sonst was geht. Jetzt haben wir natürlich sehr stark geskillt in Fernfahrten. Das bedeutet, möglicherweise kriegen wir da jetzt erstmal gar nicht so schnell auf die, auf den Zinken drauf. Ne, da sind alles hier so, siehst du? Haben wir denn irgendwo was, wo wir dann wieder einen Schwertransport bekommen? Nein, in Bremen bekommen wir keinen. Frankfurt, bekommen wir da einen Schwertransport? Auch nicht. Ja, wir müssen schon so ein bisschen taktisch vorgehen, ne? Leerfahrten sind ja... So, Bremen hatten wir gerade, ist nicht. Saatgut? In Nürnberg gibt es Schwertransporte. Gut, dann fahren wir mal von Amsterdam nach Nürnberg, warum nicht? Mal zwischendurch mal wieder eine normale Fracht. Okay. Ich hätte natürlich vergessen, dass ich vorher eigentlich schlafen müsste. Mann! Ich weiß nicht, wer die Musik ausgesucht hat. Wie gesagt, ich bin teilweise unschuldig. Das ist eine von Zuschauern gewünschte Playlist. Werde ich vielleicht nochmal auffrischen. Ne? Zusammenarbeit mit Epidemic Sound. Vielen Dank für die Unterstützung. Ich glaube, da soll man gar nicht her. Soll man hier fahren, ne? Oder? Ich habe zumindest keine Schilder gesehen. Hier rechts, links, da rein, raus. Und die haben ja auch irgendwie so eine Klappe für uns aufgemacht, wie es aussieht. Keine netten Autofahrer hier. Wir merken uns, in Brüssel gibt es keine netten Leute. So. Ach, schön hier dieses Hafengelände. Wir sind ja nicht in Brüssel, wir sind in Amsterdam, ne? Da gibt es nur nette Leute. So, erinnere mich an unseren letzten Urlaub. Oh Gott, das war eine Katastrophe. Habe ich ja auch hier, glaube ich, im Eurotag erzählt. So, dann fahren wir wieder nach Groningen, Richtung Groningen. Und holen unsere neue Fracht ab. Ich hoffe, dass der Auftrag lange genug hält, dass wir auch eine Pause zwischendrin machen, sonst habe ich wieder heftigst versemmelt. Das ist auch jetzt hier auch so, dass die auch relativ weit außen liegen teilweise.
Und da geht die Sonne auf. Um 4.41 Uhr schon. Junge, Junge, Junge. Ist Hochsommer hier. Was wir eigentlich eine ganze lange Zeit nicht gemacht haben, ist ein bisschen unsere Firma ausbauen. Also ein bisschen zu gucken. Ne? Neue Fahrer, neue Fahrzeuge. Wird ja auch mal wieder Zeit. So, und dann sind wir wieder in Amsterdam. Sind wir einmal außen rum gefahren oder bin ich jetzt total verwirrt? Ach, diese blöde Tunnel. Huch! Was ist das denn? Hä? Gut, ich war für eine Sekunde abgelenkt, aber so, noch nicht so viel. Da sieht man mal, wie gefährlich das ist, ne? Wenn man sich nur einen Ticken... Guck mal, der hat auch gepennt, siehst du? Wenn man sich nur einen Ticken ablenken lässt. Es tut mir leid, Entschuldigung, seid ihr alle wach? Es tut mir leid. Dammeleid. So. Da müssen wir was tun, das ist ja grauenhaft. Was ist das denn wieder für Musik? Yeah, aha. Mhm. Check it out. Yeah. Aha. Alter. Ja, aber das ist euer Geschmack, nicht meiner. So, Was hat der denn hier? Krass. So, hier wollen wir hin, ne? Na, Nürnberg, da war ich auch noch nicht. Und jetzt können wir sogar den Auflieger auswählen. Was ist denn der Unterschied? Guseneck-Auflieger. Der sieht lustig aus. Nehmen wir mal den. Keine Ahnung, ob das irgendwie eine Auswirkung hat. So, was haben wir jetzt an Bord? Wir haben an Bord Altkunststoffe, 9 Tonnen, das ist ja ein Witz. Da lacht die Maschine ja drüber. Aber warum man die jetzt in 2 Containern aufsplitten sollte und der eine liegt viel niedriger auf der Straße? Bestimmt irgendeinen Sinn. Boah, der hängt aber wie ein Brett hinter mir. Das merkt man richtig. Was ist da denn los? Man sollte doch meinen, das macht jetzt nichts aus, nachdem wir diese schweren Dinger dran hatten, aber hätte ich vielleicht doch den anderen nehmen sollen, Hinterher ist mir immer schlauer. So, weil sie mir das Klappern hört, das ist natürlich mein Lenkradsitz, mein G27, Link zum Nachfolger G29 Videobeschreibung und natürlich mein Lenkradsitz auch. Mein Playseat kann ich nur empfehlen, ist natürlich ein bisschen teuer, aber es ist echt cool, weil dann hat man nicht immer die ganzen Kabel und alles im Weg rumliegen, sondern kann das immer dahin schieben, wo man es gerade nicht braucht. Wenn man es gerade nicht braucht, ist eigentlich eine ganz feine Sache. Kann ich nur empfehlen. So. Habe ich gerade vergessen zu blinken, es tut mir leid, aber irgendwie fühle ich mich auch wohler mit weniger hinten dran. Die haben auch extra, weil ich jetzt hier immer unterwegs bin, haben die bei den Lampen, bei den Ampeln, haben die unten den Sockel, haben die so ein bisschen angemalt mit Warnstreifen, ne, damit er nicht schief geht.
Gewinnt Wings. La 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 la. Gut, ich würde vorschlagen, wir unterbrechen es mal an dieser Stelle, während wir uns auf den Weg nach Köln-Osnabrück machen und sehen uns in der nächsten Folge wieder. Da würde ich mich drüber freuen und sagen, das war knapp. Sage danke fürs Zuschauen, hoffe, ihr seid beim nächsten Mal wieder dabei, empfehle die Videos weiter und es ist kein Gebettel, sondern es ist einfach nur eine Empfehlung. Ich freue mich, wenn ihr das tut. Ich freue mich über die Daumen, ich freue mich über die Kommentare, die ich alle lese. Da seht ihr auch, wie wichtig das für mich ist. Tschüss, danke fürs Zuschauen und bye bye. Mein besonderer Dank an die tollen Unterstützer auf Tippi, deren Namen hier aufgelistet sind. Weitere Infos dazu findest du auf garda.link/tippeck. Wann die nächste Folge deines Lieblingsspieles kommt, siehst du im Sendeplan unter tv.garderol.de. Und jetzt viel Spaß mit unserem anderen Programm und hier auf YouTube.